Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind hier immer noch im DLC Nuka-Cola World. Das dauert schon noch ein Weilchen. Und ich dachte mir, wir gehen sofort zum nächsten Park und werden den, ja, clearen, sag ich mal. Und wenn wir alle Parks durch haben, werden wir zurückgehen zu den einzelnen Raider-Banden und werden dann dort mit dem Chef sprechen. Ich denke mal, das wird dann so stimmen, dass wir einfach mit dem Chef, mit dem jeweiligen sprechen und ihm dann sagen, dass sein Abteil quasi ihm zusteht und gesäubert ist und beziehbar ist und ja. Gut, aber wo gehen wir weiter? Welches Gebiet machen wir als nächstes? Ich würde sagen, hier gleich hinporten. Das geht, glaube ich, am schnellsten, als wenn ich hinlaufe. Jo. Mhm. Hier sind wir mit haufenweise, wie hießen die noch schnell? Blutwürmer oder so. Sind wir hier haufenweise gesegnet anscheinend. Also diesmal keine Roboter, sondern Blutwürmer. Das wird ja immer traumhafter. Und mal schauen, wie hier die Beschaffenheit des Gebietes ist. Vielleicht wäre es ja schon was für die Unternehmer. Ja, also es müsste jetzt hier lang sein. Munition, haben wir noch ein bisschen was. Ich hoffe, das geht sich hier für diese Abteilung noch aus. Zwei Parts, glaube ich, müssen wir noch durchhalten und dann wird wieder mal kräftigst gebaut. Denn dann haben wir den 100. Part. Jo. Vielleicht habe ich hier irgendwo passende Patronen gelagert. Die werde ich dann mal allesamt mitnehmen. So. Oh, vergiss es, was ich gesagt habe. Natürlich gibt es... Achtung, Boss. Wir sind nicht allein. Natürlich gibt es Roboter. Okay, aber die sind nicht funktionstüchtig. Ja, das war super. Wer hat hier eine Granate geschmissen? Kann das der Blutwurm eine Granate schießen? Warte mal kurz. Die Waffe wechseln wäre auch nicht schlecht. Wo ist sie denn? Komm her, Schätzchen. Das hat auch Spaß gemacht. Alter, wo ist denn der Wurm jetzt hin? Ist der jetzt schon hin? Tatsächlich. Mist, und ich habe keinen Punkt bekommen. Mist, der hat wirklich beide fertig gemacht. Ja. Super. Gratuliere. Das fängt schon gut an. Howdy, Vater. Willkommen in Pyrogeist, wo es immer High Noon ist. Ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß in Nuka World. Bereit aufzusatteln und in den wilden Westen zu reiten? Hast du das gesagt? Hast du das sagen? Ich mache mit, dieser Ort ist verseucht. Noch mehr dumme Roboter. ja, ich mache mit. Howdy, Sheriff. Anscheinend gibt es hier im Gulch ein paar lästige Schädlinge, die eine Abreibung brauchen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Schädlingen, aber in Mad Mulligans Mine haben sich einige Tunichtgute versteckt. Wir könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Was meinst du? Willst du mein Deputy sein? Was ist wirklich los? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Was soll das? Verarbeite. Verwirrter oder besorgter Besucher. Keine Angst. Ich bin nur ein freundlicher Nuka-Cola-Protektron. Programmiert für Amüsement im Park. Unsere freundlichen Cowboys führen Sie und Ihre Liebsten durch verschiedene amüsante Wildwest-Aktivitäten. Okay, scheinbar doch der einzige freundliche Roboter noch hier in dem ganzen Haufen. Mitspielen, ich helfe. Ich hasse Roboter. Na, mitspielen. Ich glaube, ich könnte hier für ein bisschen Recht und Ordnung sorgen. Du hast einen neuen Deputy. Die Tür zu Mac Mulligans Mine ist verschlossen. In einem Tresor beim Theater befindet sich noch ein Ersatzschlüssel. Aber wer hätte es gedacht? Ich habe doch glatt die Kombination vergessen. Du musst mit meinen drei Amigos sprechen. Doc Phosphate, One-Eyed Ike und Giddy-Up-Kid.
Zeig ihnen, dass du es mit den Gesetzlosen aufnehmen kannst. Dann geben sie dir ihren Teil der Kombination. Viel Glück, kleines Kälbchen. Und vergiss nicht deine kostenlose Deputy-Uniform von Nuka-Cola. Danke. Darf ich das schon anziehen? Ich meine, würde das gehen als Austausch von dem Dings, was wir jetzt da haben, anhaben? Saubere, nix, na? Western-Outfit. Ach so, wegen der Power-Rüstung. Ja, später dann. Ja, später. Schöne Teko. Das erweckt selbstverständlich Vertrauen. Das erweckt Vertrauen, ja. Gut. Dann würde ich sagen, schau mal da rein. Ja, Schloss, sperr dich auf. Aha, so vielleicht. Na, so. Ja. Ja. Super. Na, also. Nukas Sunrise Rezept. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Ach so, ich dachte, da wären Viecher. Nie wieder so eine riesengroße, dicke Trolle. Perfekt, noch ein Scharfschützengewehr nehmen wir gerne mit. Hier. Ja, das sperre ich auch liebend gerne auf. Ja, so nicht. Aber in der Regel schon gern. Für den für die Erfahrungspünktchen, die wir kriegen und den gesamten Schrott auch. Allein dafür lohnt sich's allemal. Okay, da können wir auch nochmal entsperren. Aha. Nein, nicht ganz. Jetzt vielleicht? Nein. So. Na. So vielleicht? Ja, sicher. Und wieder seine Haarnadel in den Haarnadelhimmel gewandert. Also Haarnadel, Haarklammer. So. Hallo? Ich bin nur ein freundlicher Besucher, wie der Roboter schon sagte. Ja. Ohne. Hast du was? Jetzt bist du tot. Was? Riesensoldatenameise ist ja grauselig. Boom. Okay, die sind hin. Alle beide. Die ist auch erledigt. Hey, der Deichsel. Au, 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 au. Da stirbt. Kumpel. Jogger? Kumpel. Yo, Bro. Ein Kaktus. Boah, wer könnte hier Gefallen finden? Ich überleg's grad. Ich überleg grad. Wer hätte hier Freude? Was haben wir denn hier? Schmutziges Wasser. Was? Fliegender Ameisenschwamm. Das sind Termitenhügel oder Ameisenhügel, ne? Pfui, da Deichsel. Igitt. In dem Fall wirklich Igitt. Naja. Ein wilder Westen. Für die Jünger? Die schießen eh gern rum, ha? Wäre das was für die Jünger? Ich denke mir mal, das könnte echt gut passen. Für die Jüngerchens. Bam, 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 bam. Ja, ich glaube, das sind wir fertig. Da ist nix. Ich glaube, die hätten da echt Spaß. Echt? Das klappt? Jupp, das klappt. Wow, super. Aha, ja. Ja, Mädchen. Ausgezeichnet. Yeah. Nuka Extreme Rezept. Keine Ahnung, was das ist, aber es dürfte sich hier definitiv um... Ja. Es dürfte sich hier um einen Questgegenstand handeln. Deshalb tun wir den mitnehmen tun.
Ich habe keine Ahnung, ob wir nicht irgendwo schon einen Anzug oder so übersehen haben. Wir werden es dann herausfinden. Ich muss mir... Ja, ja. Alter. Der hat Spaß. Ich muss mir dann nur merken oder so, wo wir was herbekommen haben. Mit etwas Glück wird mir dann in die Questlog geschrieben. Das wäre natürlich optimal. 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 Ein Kinderwagen. Ja, ohne Kinder. Das ist nämlich auch komisch, ne? Das habe ich eh schon mal gesagt. In dieser Welt gibt es keine Babys. Bis auf unseren Sean, den wir mal gedacht haben, dass er noch hier wäre. Aber irgendwie gibt es... Es gibt zwar größere Kinder. Ja, ich denke mal so um die 10 herum. 10, 11, 12 Jahre, schätze ich mal. Aber keine Babys. Als ob die Menschheit verlernt hätte, wie man Kinder kriegt. Vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr möglich. Aber selbst beim Institut unten, ne? Die eigentlich ja, sage ich mal, alle gesunden Gene haben sollten, um Kinder zu kriegen, sind echt nur... Wow! Alter! Sind echt nur, ich meine, junge Grillen, genau. Junge Kinder und keine Babys. Es gibt doch keinen Kindergarten oder so. Au! Du grausliches Viech! Baller du weg! Alter, hältst du so viel aus? Ich schieße wahrscheinlich einfach nur schlecht. Der hat echt die Granaten, ne? Wah, ich geh da weg. Au! Ich bin gleich hin! Alter, ich schau nicht einmal. Was willst du denn? Und dann kriegst du 7 Punkte, ist es dein Ernst? Das ist ja Betrug. Echt wahr, ist ja wirklich Betrug. Schieß ich mir da schon bald die Seele aus dem Leib und dann kriegst du nichts. Frechheit. Jedenfalls wollte ich da reinschauen, aber das ist eh nichts als wie Schutt und Schutt. Schutt, Schutt. Wen haben wir da? Ein Verkäufer, aha. Kann wohl alles verwenden, aber das. Natürlich. Sicher, vertrau mir. Ekelhafter Scheißwurm. Entschuldigung. Was? Ich bin überladen? Das kann nicht sein. Jetzt schon? Hör auf! Ich will mich jetzt schon wieder wegporten müssen. Servus. Hallo? Befehl? Was gibt's, Boss? Handel. Ich nehme sehr gerne die teuren Sachen für dich. Ups, ich hab was vergessen. Sehe ich gerade. Mhm. Ja. Ich hab vergessen, den Schrott auszuleeren. Ja. Ja, super, toll, ich volldepp. Ja, gut, ist aber trotzdem nicht so schlimm, obwohl sich das jetzt sicher komisch anhört, es ist ja wirklich nicht schlimm. Da haben wir auch einen schönen Friedhof. Meine Gidia Buttercup-Herde ist aus dem Fersch entlaufen. Du musst sie finden und zurückbringen. Also, da Gidia Buttercups dem Geschmack von Nuka-Cola nicht widerstehen können, solltest du an allen Erfrischungsständen nachschauen. Was meinst du, Deputy? Kannst du einem ehrlichen Pferdehändler helfen? Ein Pferd? Können wir das überspringen? Was? Warum? Mitspielen, sicher mitspielen. Soll ein paar Pferde zusammentreiben, Cowboy? Bin vor Sonnenuntergang zurück. Danke. Nicht vergessen, schau an den Nuka-Cola-Erfrischungsständen nach. Da laufen die normalerweise hin. Ja. Lass die ins Gehege fallen? Wie sollen die da reinfallen? Habe ich dich gelootert? Ja. Ich muss mich dringend erleichtern, ja. Aufs Klo sollte ich auch mal. Nein, Spaß. Ja. Ja, da haben wir ein Würmchen. Das war ein Würmchen. Du grasliches Viech, du schierches, echt. Ich freue mich schon drauf, wenn wir das Fleisch essen dürfen. Auf jeden Fall gekocht, 100 Pro. Ich hoffe halt. Scheiße. Ich muss... Was? Noch einer? Hallo? Ah, wir sind nicht richtig da.
Hey, das ist unfair. Der hat ihn einfach so weggeschossen. Was? Hallo? Okay. Was? Noch einer? Ein legendärer. Aha. Ja, natürlich musst du nachladen. Das ist ganz klar und logisch. Nichts getroffen. Ganz super. An alle Eltern. Ey. Es darf noch immer legendär? Legendär? Nichts mehr legendär. Sie können sie am Eingang zum Kitty Kingdom in Empfang nehmen. Ja, das Safe des Safe-Knackers Metallrüstung Harnisch vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern. Ja, gratuliere. Ich will immer noch mein Zeug loswerden. Einmal reinstopfen, irgendeinen Müllbehälter oder so irgendwas. Wie schaut's kartemäßig aus? Haben wir schon irgendwas entdeckt? Nur hier. Das Theater. Mhm. Okay, ins Theater muss ich ja eh rein. Empfindliche Gäste sind am Eingang des Stampede-Karussells Spuckbeutel erhältlich. Ja. Kann ich hier was reinschmeißen? Gott sei Dank. Ja, das war natürlich wieder sehr mächtig schlau von mir. Ach, Mist. Ich werde einfach mal hier da ein bisschen was... ja. Was ist noch schwer? Das hier vielleicht... Ja, jetzt passt. Es tut mir so leid. Ich habe das voll verschwitzt. Tja. Profis unterwegs wieder mal. Ja, ich weiß. Commonwealth, schnell. Machen wir fix. Super, echt. Na, wirklich. Ärgert mich gerade selber. Ja. Tut mir wirklich leid. Noch 20 Mal. So. Rauf da zu unserem Starlight Drive-In für übermorgen. Morgen? Übermorgen. Ja, passt. Aber vielleicht kriegen wir ja heute, na heute nicht mehr, aber morgen vielleicht ein neues Level Up noch dazu. Das wäre ganz famos. Den behalte ich dann aber gleich auf für den Fall, dass wir irgendetwas bauen möchten und es nicht können, weil vielleicht ein Skillpunkt fehlen tut. Ja, fehlen tut. Hallo, Gitch. Hey. Brauchst du was von mir? Ja, dein Zeug, was du trägst, und zwar alles. Teilen wir jetzt die Beute auf? Ja, alles nehmen. Ich kann nur noch gehen. Hüpf, hüpf, hüpf. Reparieren wird jetzt nichts gehen. Das wird wohl hoffentlich noch ein Zeitel halten. Alter Schwede, na. So ein Dreck. Voll vergessen. Aber wirklich, nicht halb, nicht viertel, sondern richtig voll. Peinlich ist das, peinlich. Ja. Ah, was hilft's? Es ist auch schon passiert. So, die können wir auch wegtun. Sowohl die auch, als auch die. Und ja, können wir auch. Die würde ich, glaube ich, gern... Ah, hau mal rein. Die wäre nicht schlecht. Alles dieselbe, lol. Ja, natürlich wäre die nicht schlecht. So, Kleidung. Ja, ich werde den Cowboy-Hut und das alles mal reinhauen. Ja, Entschuldigung. Das ist natürlich... Ja. So, so und das. Das kommt auch noch weg. Jetzt müsste nur noch hier. Dann sind wir hier schon fertig. Hilfsmittelchen mit Mittelchen. Das kommt weg. Das kommt weg und das kommt weg. Das kommt alles weg. Das auch, die auch. Hoppala, das auch. Ja, tun wir die Sherry-Zeugs da auch mal rein. So. Ja, ja. Da müssten wir irgendwie noch dieses, ja, schmutziges Wasser noch. Und wo ist denn eigentlich dieses Ameisengraus, das grausliche Ameisenfleisch? Da. Da. Und Blutdings kommt weg und das kommt weg. Eingelegtes Fleisch tun wir da mal aus, auch weg. Die eiskalte Nuka-Cola tun wir auch weg, die tun wir auch weg. Jetzt müsste es eigentlich schon wieder recht gut passen. Ja, gut. So, Entschuldigung nochmal. Ja, ich werde dann, wenn keiner zuschaut wieder, werde ich so frei sein und den Schrott, den wir dann heute noch zusammensammeln, wieder herbringen zum Starlight Drive-In und ein bisschen kochen.
Wahrscheinlich wieder ein bisschen Gemüsesuppe oder Eintopf, was weiß ich, irgend sowas halt. Ja. Damit wir was zum Heilen haben. Na los, lad ein bisschen schneller. Nur weil ich hier herumfehle, musst du jetzt da nicht so lange laden. Jawohl. Scheibe. Ich werde mich sogleich zum Theaterviertel hinporten, denn der Schrott da oben, den wir jetzt da in diesen einen Getränkedings reingeschmissen haben, der hält sich eh gut. Also werden wir uns gleich hier zum ersten Dungeon porten. Also hier. Ja, genau hier. Hier. So, ja. Bin gespannt, wie viele Dungeons es hier gibt. Aber ich bin mir nicht, ich weiß noch nichts. Soll man es dem Rudel geben? Soll man es den Verrückten geben oder lieber den Unternehmer? Unternehmer wäre echt nicht schlecht. Mir würde da echt gut, glaube ich, die Unternehmer passen für dieses Gebiet. Servus. Ja, du bist da auch ganz schön. Ach so, eine Achterbahn. Okay, ja. Die ist definitiv verrostet. Wo ist jetzt eigentlich? Also da durch oder wie? Oder was? Dann hier? Wo soll denn da der Dungeon sein? Das ist ja komisch. Soll das der Dungeon sein? Das hier ist Theater? Das Ganze hier wahrscheinlich. Dann ist es gar kein Dungeon dieses Mal. Dann dürften wir hier aber schnell fertig sein, wenn das immer so ist. Es schaut danach aus. Okay. Okay. Dann werden wir eben probieren, ob wir das Pferdchen finden, ne? Keine Ahnung, ob es wirklich ein Pferdchen sein tut. Wahrscheinlich so ein Robopferd. Wo wir schon mal die ganzen einzelnen Ersatzteile und so gefunden haben. Kann ich mir halt vorstellen, dass es sowas noch gibt. Was haben wir hier? Ein Saloon ist ja cool. Wie es sich gehört. Na, ich glaube, da tun wir die Unternehmer hin. Wieder ein Roboter, der uns einmal nicht anschießt. Die geht noch? Aufgrund einer Verwechslung in der Müllentsorgung im Safari Adventure wird ja heute Abend dem Four Leaf Bratfisch Restaurant kein Apfelsaft ausgeschenkt. Ja. Attraktionsterminal. Aha. Anfragen. Alle Anfragen werden täglich von der Geschäftsleitung überprüft. Snacks. Anfrage von Winnie. Wir brauchen hier dringend was zu essen. Der Saloon ist sehr beliebt, aber Nuka-Cola Tark verkauft sich besser als Nuka-Cola Wild. Und die Leute hier können sehr unangenehm werden. Sven lässt nicht zu, dass wir sie nicht länger bedienen. Er sieht nur das Geld, das sich hier verdienen lässt. Wir brauchen etwas, um den Alkoholkonsum abzufedern. Im Saloon gibt es kein Alkohol oder weniger? Das passt nicht zusammen. Echt nicht. Reservieren Sie auch sich wenn jetzt es Tickets überteuerte und kleine Kuchen als Snack sind. Anaconda-Achterbahn, die bald die im Safari-Adventure ja eröffnet wird. Einstellung. Anfrage von Sven. Burp hat heute gekündigt. Ja, er ist weg. Er ist tschüss. Er hat keinen Bock mehr. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich jemanden finden und einstellen, der über 18 ist. Ja, wegen Gesetze und so. Ne? Bograbschen etc. Also, ja. Ich meine, ich habe mit Dagi gesprochen, aber er kann im Grille niemanden entbehren. Grille? Im Grille. Ja, deshalb haben wir zu wenig Personal. Ich habe kein Problem, notfalls auch Jenny zu nehmen. Achtung, sie sieht auf jeden Fall aus wie 18. Alter! Ja, Schminke macht vieles wett, ne? Anfrage von Winnie. Dank.
Hör auf zum Quatschen da hinten. Ich weiß, dass wir unterbesetzt sind und dass die Saison bald zu Ende ist. Aber ich brauche einen freien Tag. Ja, unbedingt. Sonst drehe ich hier noch durch. Ja, und dann könnte aus Versehen ein Unfall passieren. Ihr könnt mich feuern, wenn ihr wollt. Aber ich halte es keinen Tag länger mit betrunkenen, unfähigen Eltern und ihren vom Zucker aufgedrehten Kindern aus. Ich hatte seit einem Monat... Ich hatte seit einem Monat keinen freien Tag mehr. Ui, das ist natürlich hart. Ich putze mehr Kotze weg als jede Krankenschwester und ich werde ganz sicher keine einzige weitere Kneipenschlägerei mehr schlichten. Ja, kann mitunter auch gefährlich werden, ne? So eine Kneipenschlägerei. Anfrage von Carol. Die Star-Control ist für heute ausgebucht. Sprechen Sie einen Parkmitarbeiter an, um weitere Informationen zu erhalten. Ja, wir brauchen unbedingt viel mehr Erste-Hilfe-Kästen. Es ist nicht gut, die Leute immer nach Nukatown, USA zu schicken, insbesondere wenn letztlich nur chaotische Betrunkene wieder zusammengeflickt werden müssen. Vielleicht können wir Nuka-Cola dazu überreden, das Sheriff-Gebäude doch zu bauen. Dann können wir ein authentisches Erlebnis in der Ausnüchterungszelle anbieten. Ja, super. Sie würden bestimmt auch noch dafür bezahlen. Na, super. Schöne Anfragen. Hoppla, da war noch was, ne? Nach der Wildwest-Stuntshow abzuholen. Ja. Ich sag ja, optimal zum Kinder aussetzen. Dienstplanmitteilung. In diesem Jahr können Sie sich an Halloween nicht frei nehmen. Nein, das geht gar nicht. Es wird erwartet, dass alle Mitarbeiter des Dry Rock Gulch für mindestens eine Schicht am Tag zur Verfügung stehen. Zur Erinnerung, es wird eine zusätzliche Mitternachtsschicht im Dienstplan eingeführt. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Schicht um Mitternacht nach Hause gehen kann. Das bedeutet, dass wir um Mitternacht schließen. Die Schließe müssen bis längstens 2 Uhr bleiben. Die Geschäftsleitung, alter Schwede, na hier läuft es echt, also hier lief es wirklich nicht gut. Das ist ja, ach, du kannst jetzt so die Mitarbeiter einteilen. Irgendwann, die drehen durch. Ich verstehe dich gerade nicht, Roboter, weil der das so laut ist. Daher möchte ich, dass du dich um die Bar kümmerst. Du musst 3 Getränkebestellungen ausliefern. Eine im Obergeschoss, die anderen beiden in der Stadt. Bist du dabei? Okay. Die Bewohner von Dry Rock Gulch haben noch nie so einen freundlichen Barkeeper erlebt. Alter, der im Hintergrund ist nervig. Obergeschoss und an Miss Trixie und Handy Hank in der Stadt. Gut. Wenn wir sie finden, kriegen sie was. Okay, safe oder so ist da nichts. Zuckerwurm möchte allen Gästen mitteilen, dass ein Teil des Eintrittsgelds den Männern und Frauen zugutekommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Ja. Sprich Soldaten und so, ne? Wen willst du denn hier bedienen? Hier lebt ja keiner mehr. Tischgetränk servieren. Ist ja geil. Ich lasse das einfach mal so stehen. Schupf. Na, ich dachte, ich würde sonst auf Gage drauffallen. Zuckerwurm möchte allen Gästen mitteilen, dass ein Teil des Eintrittsgelds den Männern und Frauen zugutekommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Der hat's schon bekommen. Der oben. Miss Trixie und Handy Hank sind in der Stadt. Handy Hank ist der Schmied und Miss Trixie wohnt direkt gegenüber von ihm. Okay. Der Schmied. Alles klar, ein Schmied. Jo. Bah. Hallo. Verehrte Gäste, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Schienenwagen-Fahrgeschäft nach der Tragödie im letzten Jahr nun mit besseren Rückhaltevorrichtungen wiedereröffnet wurde. Super. Super. Alles schon erschossen, bevor ich soweit bin. Super, echt klasse. Toll. Naja, wenigstens haben wir einen erwischt.
Wanted. Ja. Niemand. Es wird niemand gesucht. So, wo könnte es dieses komische Viech sein? Oh, was haben wir denn hier? Ja, weil ich den jetzt eh erwisch, ne? Halt. Na? Da, ja, das wäre super. Hier, nein. Den 90er, jawohl. Jawohl. Alter. Jawohl, der ist hin. 106. Oh, geil. Der gab 106. Echt nicht schlecht. Was, wo, wer? Ah, hier, ein Würmchen. Tschüss. Da fliegt er, der Wurm. Noch jemand? Auf was ballerst du? Wo ist er denn? Kerl? Butterwurzels. Gage? Sprechen Sie einen Parkmitarbeiter an, um weitere Informationen zu erhalten. Was? Du willst nicht mehr spielen? Ich weiß nicht mal, was du... da! Da ist eins, ein Viech. Habe ich ihn erwischt? Ich hoffe doch. Yeah! Komm ich da rauf? Ja, na grad so. Ja, passt. Sehr gut. Haben wir hier im Müll etwas? Oh yeah! Selbstverfreilich. Was? Hier nur sitzen, Bank und so, ne? Dann hier, ja, haufenweise Nuka-Cola-Zeugs. Da ist sonst... Hier ist noch was. Okay. Ja. So, ja. Da. Hier und so. Ah, ein versperrter Erste-Hilfe-Koffer. Das ist natürlich ganz besonders schlau. Wenn man nämlich wirklich jemanden schnell verarzten muss, muss man erst einmal knacken oder aufsperren und dann kann man erst helfen. Ja, das ist ja gut. Ein Löscher, ja. Gut. Da kann man dann die Betrunkenen, wenn sie zu viel heiß laufen, kann man sie dann gut löschen. Aha. Ja. Halt, da ist ja auch noch was. Eine Ameise! 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 Böse Ameise! Willst du sterben tun? Ameise! Böse! Böse Ameise! Ja? Hey, das ist meine Patrone! Oh, weg ist sie. So, so und da. Und so. Hallo! Ja? Mal sehen, wie du dich in einem altmodischen Schießduell bewährst. Die Regeln sind einfach. Wir gehen beide auf die Straße. Ich zähle bis drei und sage dann, sieh, wer den anderen zuerst trifft, hat gewonnen. Können wir es überspringen? Ich bin in Eile. Ich habe gewonnen, okay? Ich garantiere dir, dass niemand bei Nuka-Cola das mitbekommt. In Anbetracht der vielen Besucher im Park können wir wohl eine Ausnahme machen. Hier, bitte. Gott sei Dank. Danke, danke. Ach so, wenn wir die anderen helfen, kriegen wir die... Ach, scheiße. Das hätte ich jetzt beschleunigen können, ich Depp. Entschuldigung. Ich wollte es nochmal probieren. Sorry. Naja. Hier, kriegst du ein Getränk. So, und dann ist nur noch einer. Ist das jetzt hier? One Eye. Und da muss ich... Servus. Tschüss. Des Berserkers Boxhandschuh verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Rüstungsresistenz ist. Ja. Ja, was? Da! Ich treffe die nicht raus. Ist ja scheiße. Aber gar nichts getroffen. Super, echt. Hier haben wir auch noch was. Da haben wir noch ein paar Schaufeln. Noch eine Schaufel.
Ein Riesenkochtopf. Mhm. Ja, der hat sich die Hand gebrochen. Also den Arm. Ist hier vielleicht dann irgendwo mal die Schmiede? Das nehmen wir gerne mit. Hier unten liegt ja auch noch ein bisschen was. Nehmen wir auch gern mit. Da ist nichts. Ja, da ist dein Getränk. Das müsste jetzt passen. Yeah! Im Salon. Ja, ja, genau. Das passt schon so. Perfekt. So, haben wir hier noch was? Keine Brahims. Nichts ist da. Brahims. Entschuldigung, ich sage immer Brahims. Da vorne ist noch ein Roboter. Robby. Robby, Totti, Bobby, Totti, die da da. Ja. Ja. Hin ist er. Wickel dir. Mit dir. So, das war's mit dir, du Mistviech. Grausliches Viech. Grau. Da kommt ja mein Lieblingsdeputy. Servus. Lieblingsdeputy. Hiha, ja. Moment. Wurm. Nur ein toter Wurm ist ein guter Wurm. In dem Fall eine Larve, ich weiß. Er schaut, au, schaut aus wie ein Wurm. Also es ist ein Wurm und fertig. Ekelhaftes Viech. Blutwurmlarve. Ja, es ist ja ein Wurm. Passt ja eh, aber es ist halt nicht. Ja, au, au. Es ist eine Larve, ich weiß schon. Die Larve eines Blutwurms. Also sie beides, Larve und Wurm. So. Geht. Da ist noch was. Schau mal, Truhe. Eine Truhe. Eine Truhe, 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 Truhe. Na, das wollte ich so nicht. Achtung, eine Durchsage. Der letzte Zug zum Nukavol Transitzentrum verlässt den Park um 23.55 Uhr. Vielen Dank. Ja. Minenwagen, Achterbahn. Aha. 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 Ja, da standen sie auf jeden Fall mal an. Eine Schaufel, aber das Seil können wir nicht nehmen, alles klar. Ist logisch. Achtung, eine Durchsage. Befolgen Sie in Notfällen bitte alle Anweisungen der Nuka-Bord-Angestellten. Vielen Dank. Stimmt, den Schlüssel habe ich ja beim Theater, hätte ich ja bekommen sollen, ne? Verlauter mal herumschauen. Nuka Bomb Drop Rezept. Verlauter herumgaffen und herumschauen, habe ich vergessen, drüben beim Theater den Schlüssel mitzunehmen. Oder zu suchen. Christie's Holoband. Christie. Hören wir es uns doch an, würde ich sagen, oder? Na, passt schon hier. Na, die. Hier, ich depp. Entschuldigung. So, diverses. Christie. K. Christie. Der Neue hat gestern einen der kleinen Plüsch-Cowboy-Corkys rausgegeben. Andre hat ihn daraufhin gefeuert. Jetzt will er, dass ich das Spiel noch mehr manipuliere. Ich habe ihm gesagt, dass die Leute es merken werden, wenn ich es noch weiter treibe. Aber das war ihm egal. Wie üblich. Immerhin war es nicht der große Plüsch-Sheriff Nuka. Das Ding ist so groß wie ich und mit so viel Staub bedeckt, dass da eine ganze Gruppe dran ersticken könnte. Vielleicht kann Heidi mich bei One-Eyed Ike's Duellwettbewerb gebrauchen. Alles wäre besser als der Job hier. Prima, ich sage, da läuft was krumm. Betrug! Jetzt hat's es, offizieller Betrug. Offizieller Betrug. Naja, aber jetzt nehmen wir die ganzen Souvenirs mit. Muha. Braucht die eh keiner mehr.
offensichtlicher Betrug. Ist denn das zu fassen? Unglaublich. Jo, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wo man dieses komische Pferd herkriegen soll. Ich glaube, das soll wirklich da irgendwo. Also hier irgendwo, ne? Er hat doch gesagt, bei den Getränken, ne? Alle Getränke absuchen. Au! Grausliches Viech. Ja, ich auch. Na? Was wollte ich jetzt sagen? Jo, also hier irgendwo soll das Viech sein. Aber ich glaube, wir werden das erst im nächsten Part suchen gehen. Auf jeden Fall soll man solche Nuka-Getränke-Dingens absuchen. Also wenn wir hier, glaube ich, mal den Teil hier dann durchschauen. Irgendwo wird das Viech schon sein. Auf jeden Fall, das mit dem Saloon haben wir schon geschafft. Okay, Maulwurfsratten. Wieder solche Plagegeister, die das Commonwealth tonnenweise ausscheißt. Ja. Und ja, ich würde sagen, hier scheinen kaum Dungeons zu sein. Wir dürften hier mit dem Gebiet recht rasch fertig sein. Ich denke mal, ich werde es den Unternehmen geben, würde ich meinen. Und ja. Somit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.